Heute bei Regio TV Plus zu Gast ist die junge aufstrebende Sängerin Idalin Hübscher aus Laufen. Sie ist 22 Jahre jung und hat schon viel erreicht in ihrem jungen Leben. Zum Beispiel hat sie ihr erstes Album «Grown» herausgebracht. Und beim Prix Valor Sprungbrett für junge Nachwuchskünstler hat sie 2018 den Preis gewonnen in der Kategorie Gesang. Herzlich willkommen, Idalin. Schön, bist du bei mir. Hallo Ronja, freut mich sehr, dass ich hier da sein darf. Was ich gerade noch vergessen habe zu sagen, am 12. November hast du dein erstes grosses Solokonzert. Über das können wir nachher auch noch sprechen. Aber zuerst wollte ich fragen, was für eine tolle Karriereneinstieg mit 18 den kleinen Prix Valor zu gewinnen. Hey, hätte das auch eine Bestätigung gegeben? Ja, ich bin auf dem richtigen Weg, mein Talent wird anerkannt. Absolut. Also zu wissen, dass eine Jury von gestandenen Leuten im Showbusiness mich anerkennt als Sängerin und das wertschätzt, was ich mache, das war für mich enorm bestätigend und sehr wichtig für mich, auch Selbstvertrauen zu gewinnen auf der Bühne selber. Mhm. Würdest du auch jungen Künstlern empfehlen, dort mitzumachen, um sich mal zu präsentieren? Absolut. Es ist eine mega tolle Chance und egal, wie weit das man kommt, ob es für ins Finale reicht oder nicht, es ist einfach wirklich eine tolle Erfahrung. Die Leute sind unglaublich nett. Also es ist wirklich, ich kann das sehr empfehlen. Du hast 2020 dein erstes Solo-Album veröffentlicht. Was für Songs sind da drauf? Tust du selber komponieren? Auf meinem Debütalbum «Grown» sind 9 selber geschriebene Songs drauf, die alle sehr, sehr persönlich sind. Also es sind Geschichten aus meinem Leben, die mich emotional teilweise sehr mitgenommen haben. Und ich konnte das alles verarbeiten durch Songwriting. Und es war dann noch ein sehr schöner und emotionaler Moment, wo ich das vor 2 Jahren der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Wo hast du das aufgenommen? Das habe ich beim Stefan Krellmann bei Steps to Rec in Sins aufgenommen. Der Kontakt ist über ein kleines Privalo entstanden. Ja, lustig. Ich habe gedacht, wir hören doch gerade mal in einzelne Songs rein. Was hören wir und sehen wir? Wir sehen jetzt das Musikvideo zu meinem eigenen Song «Who I Am». What's life worth living for if there only seems to be hate? I won't apologize for who I am anymore. I'll just flee from this vicious circle to a better place where I can be. Du bist ja auch schon mit 17 gross im Fernsehen gekommen, nämlich im Happy Day. Wie ist es zu dem gekommen? Also ich habe schon als kleines Kind immer Happy Day geschaut mit meiner Grossmami zusammen. Und habe natürlich Star Trek, das Highlight gesehen von jeder Happy Day-Sendung. Und ich habe schon immer sehr gerne gesungen. Und dann war für mich klar, irgendwann möchte ich dort mitmachen. Und wo dann 2017 gesagt worden ist, dass in der nächsten Sendung der Noah Veragut von Pegasus kommt und «Merry Christmas» von John Lennon im Startwett mit jemandem wird singen, habe ich gefunden, jetzt ist meine Chance, jetzt muss ich mich anmelden, weil ich habe schon als kleines Kind sehr gerne Pegasus gelost. Ja. Und den Song «Merry Christmas» finde ich halt auch wunderschön. Und ja, dann bin ich auf Zürich ans Casting gegangen und das hat geklappt. Wow, da gibt es ein Casting für das? Genau, da gibt es ein Casting, dass sie halt ein bisschen vorsondieren und die Leute lernen kennen und so. Und ja, also ich war mega überrascht, als dann einfach der Noah vor mir gestanden ist und für mich Klavier gespielt hat. Ja. Und mir gesagt hat, dass wir zusammen in dieser Sendung werden singen. Das war sicher ein grandioses Erlebnis gewesen. Absolut, ja. Aber du widmest dich nicht nur der Musik, sondern du studierst auch zurzeit. Ist das richtig? Ganz genau. Ich studiere hier in Basel an der Uni Englisch- und Medienwissenschaften, einfach um noch einen zweiten Standbein zu haben. Und ich finde es so ganz schön, dass ich so etwa die Hälfte von meiner Woche vollkommen der Musik widmen kann. Und die andere Hälfte habe ich einfach noch etwas ganz anderes, eine ganz andere Welt, wo ich mich reingeben darf. Ja, ist das so ein bisschen auch dein Wunsch, dein Ziel, also 2 verschiedene Standbeine zu haben? Oder möchtest du auch mal irgendwann vielleicht mit der Musik deinen Unterhalt verdienen? Also meine Idee wäre schon, mit Musik und Schauspiel können, überleben. Ja. Allerdings ist mir bewusst, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und wegen dem habe ich einfach gefunden, ich möchte noch ein zweites Standbein, wo ich einfach noch eine Sicherheit habe. Mhm. Apropos Schauspiel, du fängst jetzt dann gleich ein neues Engagement an, nämlich im Foto. Erzähl mal, wie ist es zu dem gekommen? Was ist das?
Genau, also ich bin beim Pfifferli 2023 dabei, als Zweitbesetzung von dir, wie du ja weißt. Ja, genau, aber das kennen wir uns ja jetzt auch. Genau, durch das kennen wir uns ja. Mhm. Und ja, da fängt die Probe gleich an, freue mich sehr drauf. Und dazu kam es eigentlich einfach, weil ich bei der HD Läppli schaue mit meiner Familie und habe zu meiner Mami gesagt, oh, ich bin so am Leiden, ich muss wieder auf eine Theaterbühne, ich habe in der Schulzeit viel Theater gespielt, viel Musicals mitgemacht. Und dann habe ich gefunden, ich muss unbedingt wieder auf die Bühne, ich brauche das irgendwie, das Theaterspielen neben der Musik. Das ist halt auch eine ganz andere Welt. Und ja, dann habe ich mir gefunden, ja, dann bewirb dich doch einfach mal. Und genau das habe ich dann gemacht, einfach mal eine Blindbewerbung geschrieben. Und kurz darauf kam das Mail, gekommen. Ich könnte mich auch vorstellen, sie könnten sich vorstellen, mich im Pfifferli einzusetzen. Wow, ja, super. Und eben, du hast schon gesagt, du hast in der Schule haben wir schon Theateraufführungen gemacht, aber ist das jetzt für dich eine Herausforderung, so ein Engagement richtig professionell? Also ich habe schon ein bisschen Respekt davor, vor allem auch, weil ich einerseits kann ich sicher sehr viel profitieren davon, dass ich mit hochkarätigen Schauspielern spielen darf, die schon so viel Erfahrung haben. Andererseits ist das natürlich auch ein bisschen einschüchternd am Anfang, wenn man weiss, Roland Herrmann oder du, die haben so viel Erfahrung auf der Bühne und ich bin halt relativ grün hinter den Ohren. Aber ich freue mich sehr auf die Herausforderung. Es wird sicher, ich freue mich sehr. Leider können wir nie zusammen auf der Bühne stehen, sondern immer abwechselnd, aber ich würde sicher auch mal schauen. Jetzt am 12. November, erzähl mal von deinem Konzert. Ja, das ist so ein bisschen mein Baby im Moment. Ich wollte im 2020 eigentlich eine Plattentaufe machen von diesem Album. Das war ja dann aus bekannten Gründen nicht wirklich möglich gewesen. Und dann habe ich gefunden, ich möchte das einfach mal ruhen lassen, aber irgendwann möchte ich eine Art Plattentaufe oder etwas machen. Und ja, jetzt gibt es nicht eine Plattentaufe, sondern halt ein Konzert. Zwei Jahre später habe ich gefunden, muss es nicht Plattentaufe heißen, das wäre ein bisschen komisch. Aber ich singe alle meine Songs von diesem Album. Plus einige neue Songs, die noch nicht veröffentlicht sind. Einige Lieblingscovers, die mich begleitet haben. Zum Beispiel auch zwei Songs, die ich beim kleinen Privalo gesungen habe. Und ich habe gewisse Künstler dabei. Also ich habe mit zwei Rappern dieses Jahr Songs rausgebracht auf Schweizerdeutsch. Mhm. Und die zwei Rapper sind auch dabei und werden mit mir die Songs performen. Posaunist ist dabei, der mich wird begleiten wird. Und Pianist bei zwei Stücken. Beim einen Stück tanzt eine Kollegin von mir dazu. Ja, also so eine bunte Mischung von Stil und Sprachen und Künstlern. Und ich bin sehr gespannt darauf. Es gibt noch einiges zu machen, aber das wird schon. Das wird sicher toll. Ein ganz toller Abend. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Sag mir noch schnell, wo findet das Konzert statt? Das ist zu Laufen im Schlachthaus, im alten Schlachthaus Kulturforum am 12. November. Am 8. Oktober. Ganz, ganz herzlichen Dank, bist du da und viel Erfolg weiterhin mit deiner Karriere. Merci, Ronja.